Die PSD Herzfahrt feiert ihren 5. Geburtstag. Und als Gäste sind in diesem Jahr schönes Wetter und rund 2000 Radfahrer gekommen. Doppelt so viele wie im Jahr zuvor. Ihr Geschenk? Die Umrundung des Tempelhofer Felds. Denn die Herzfahrt ist ein Spendenradeln für herzkranke Kinder. Ins Leben gerufen von der PSD Bank Berlin-Brandenburg. Nach dem Startschuss geht's los. Pro Runde, also je gefahrene 4 Kilometer, spendet die Bank 3 Euro. Es ist schon eine Institution geworden in Berlin mittlerweile, dass wir hier für die herzkranken Kinder radeln. Und jedes Jahr scheint es mehr Teilnehmer zu geben und das freut uns ungemein. 7000 Kinder werden pro Jahr mit einem Herzfehler geboren. Forschung und Behandlung sind teuer. Viele Projekte sind auf private Spenden angewiesen. Wir engagieren uns ja insgesamt für hilfebedürftige Menschen in unserer Stadt und ganz besonders für Kinder. Und da ist es uns natürlich aufgefallen, dass die herzkranken Kinder viel zu wenig Lobby haben. Gemeinsam mit ihren Partnern, dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub ADFC und dem Verein Berliner Helfen e.V. will die Bank Aufmerksamkeit für die betroffenen Kinder erzeugen. Wie wichtig das ist, weiß die 15-jährige Lisa aus Köpenick. Vor 3 Jahren wurde ihr aufgrund einer Herzklappeninsuffizienz im Deutschen Herzzentrum ein neues Herz eingepflanzt und ein neues Leben geschenkt. Es ist mir einfach sehr wichtig, auch damit, dass ich hier mitfahre, Danke sagen zu können an alle Mitarbeiter des Herzzentrums dafür, dass sie mir und auch vielen anderen Kindern und allgemeinen Menschen das Leben gerettet haben. Und ja, das ist mir im wahrsten Sinne des Wortes eine Herzensangelegenheit. Dankeschön, sagt auch die PSD-Bank allen Teilnehmern. Insgesamt wurden 15.800 Runden und somit 47.400 Euro erradelt. Die PSD-Bank rundet auf 50.000 Euro. Der Erlös geht an die Klinik für angeborene Herzfehler am Deutschen Herzzentrum Berlin. Es sollen spezielle Trainingsgeräte für Belastungs-EKGs gekauft werden. Da man aber in einem Magnetresonanztomogramm keine magnetischen Gerätschaften unterbringen kann, weil sonst das Gerät kaputt gehen würde, muss man ganz spezielle Untersuchungsgeräte haben, die nicht magnetisch sind. Und ein derartiges Gerät werden wir uns von diesem Geld kaufen können, um dort Belastungsuntersuchungen in der Magnetresonanztomographie durchführen zu können. Zum Jubiläum gibt es für jeden Spendenradler eine Medaille. Einmal um die ganze Welt, das wären etwa 40.000 Kilometer, das haben die Herzfahrer in diesem Jahr locker geschafft. Herzlichen Glückwunsch!